So, ihr Lieben, ja, dann machen wir mal ein Video über Sex Sells. Ich glaube, wir alle wissen, dass es einfach so ist, ja. Also, wenn es um Liebe geht und Sex, dann. Es gehört einfach zum Leben dazu, es gehört bei mir zur Arbeit dazu, aber es bedeutet nicht, dass es das Wichtigste in meinem Leben ist. Ja, das möchte ich mal deutlich sagen, aber es macht schon einen Unterschied, ob man sich damit beschäftigt und auch jetzt. Wie jetzt in diesem Video, ja, oder generell in Videos oder in Büchern, macht schon einen Unterschied. Man merkt es an den Klickraten. Die haben einfach mehr Klicks, die Videos. Leute interessiert es einfach, weil es Spaß macht, weil wir alles tun, egal wie alt wir sind. Ja, es verändert sich natürlich mit der Zeit, ja. Ich glaube, kein 80-Jähriger hängt an einem. An einem Seil von der Decke und was weiß ich, ja. Vielleicht Hugh Hefner hat das mal gemacht, keine Ahnung. Aber so im Allgemeinen, nein, es verändert sich mit der Zeit, aber wir alle machen Liebe, ja. Und es ist ein Teil des Lebens, es ist auch ein spaßiger Teil des Lebens und warum soll es nicht in Romanen vorkommen, ja? Ich finde es einfach blöd, wenn man das komplett ausschließen würde. Und wie gesagt, wenn ich drüber rede, in Videos oder generell so jetzt, ne? So drüber ein bisschen erzähle, dann merke ich einfach den Unterschied an den Klickraten. Einfach, wie oft diese Videos angeklickt werden. Also, und es ist auch mit den Büchern einfach. Es sind halt keine Kinder mehr. Und wenn du halt erwachsen bist, interessiert dich natürlich sowas, ja. Es gehört dazu, es gehört, wie gesagt, zum Leben und oft auch eben zu Liebesgeschichten heute. Und das ist auch richtig so, finde ich. Also, warum sollte man etwas, das Spaß macht, komplett ausschließen? Wie gesagt, natürlich hat das höhere Klickraten, hat das mehr Verkaufszahlen, hat es. Wäre ja unnatürlich, wenn es nicht so wäre. Ja, wir alle suchen Liebe, wir alle suchen, soll ich das jetzt sagen, wir haben Befriedigung, ja. Und für uns Frauen ist, glaube ich, so eine Geschichte, ja, eine erotische Geschichte. Eher so was, das für Männer so ein Porno ist. Also ich bin jetzt gar nicht so auf das Visuelle, sondern wirklich auf das Kopfkino konzentriere ich mich und ich glaube, das machen viele Frauen. Und darum werden auch diese Geschichten sehr, sehr gerne gelesen und man redet eben auch gerne drüber. Ich glaube, es gehört einfach dazu. Und das ist auch gut so. Und warum soll man das nicht jetzt wirklich auch rüberbringen und versuchen, darüber zu reden? Also hinterlasst mal einen Kommentar darüber, was ihr darüber denkt. Wie gesagt, es sollte nicht das Wichtigste sein, aber es gehört zum Leben dazu als Sidekick, als echt spaßiger und interessanter Sidekick, ja. Ja, ist so. Sagt mir, was ihr darüber denkt, abonniert meinen Kanal, klickt das Glöckchen an und wenn ihr möchtet, ja, würde mich freuen auf alle Fälle. Bleibt mir treu, kommt wieder.